Ja, vielen Dank. Für diejenigen, die jetzt beim letzten Panel schon dabei waren und vielleicht schon am Vormittag, dann wiederholen sich jetzt bestimmt einige Dinge. Deswegen trotzdem, weil ja auch immer wieder neue dazugekommen sind, will ich ein bisschen grundlegende, etwas Übersicht geben darüber, was dieses Alma Ata war, was die Primary Healthcare Konzeption auch ist und was dann eben auch passiert ist in der Zeit, aber eben mit dem Fokus auch darauf, wie geht es tatsächlich bei, wie kann das sozusagen wiedererobert werden oder was sind Elemente davon, die wichtig sind in dem gesundheitspolitischen Auseinandersetzungen, die ja hier mit bei Armut und Gesundheit auch eine wesentliche Rolle spielen, die sozusagen deswegen ja auch alle uns hier zusammenbringen. Der frühere Name der Hauptstadt Kasachstans, Alma-Ata, die heute Almaty heißt, steht für einen besonderen Moment in der internationalen Gesundheitspolitik. Als die gleichnamige Deklaration dort vor 40 Jahren am 12. September 1978 von den Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation als Abschlussdokument der Konferenz zu Primary Healthcare, Basisgesundheitspflege, ist eine deutsche ältere Übersetzung, die das noch ganz gut trifft, finde ich, verabschiedet wurde. Die Deklaration rief auf, Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 zu erreichen und legte mit dem Konzept der Comprehensive Primary Healthcare, das wird noch wichtig sein, also der umfassenden Basisgesundheitspflege, eine konkrete Strategie vor, wie dieses schon in der WHO-Verfassung von 1948 eingeforderte Recht auf gesunde Lebensbedingungen und gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen auch in der Praxis realisiert werden konnte. Und dabei, das ist immer entscheidend in den Debatten gewesen, ging es nicht nur um ein neues Rezept für Gesundheitsversorgung in ressourcenschwachen ländlichen Gebieten und unterentwickelten Ländern, wie es viele der sogenannten entwickelten Länder sogleich verstanden, sondern um eine viel grundsätzlichere Änderung, um ein neues Denken und ein neues Verständnis von Gesundheit, das weit über die Medizin hinausreichte. Es ging um ein Recht auf alle, auf das Höchstmaß individuell und kollektiv erreichbarer Gesundheit und die Strategie zur Materialisierung dieses Rechts. Diese Gerechtigkeitsorientierung war eine der grundlegenden Prinzipien der Basisgesundheitsversorgungsstrategie, ausgehend von der Analyse, dass politische und sozioökonomische Bedingungen wesentlichen Einfluss haben auf Gesundheit und Krankheit und deswegen auch Berücksichtigung finden müssen in dem Konzept. Das heißt, die Förderung von sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit ist eine notwendige Voraussetzung für Gesundheit. Und vor diesem Hintergrund ist es weniger erstaunlich, dass das Alma-Ata-Dokument explizit Forderungen nach internationaler Kooperation, Friedenspolitik und einer neuen Wirtschaftsordnung mit aufnahm, die es den oft erst vor einigen Jahren entkolonisierten Ländern des Südens ermöglichen sollten, eine nachholende Entwicklung und damit zunehmende Unabhängigkeit von Entwicklungshilfe zu bekommen und ihre Sozialsysteme selbstständig aufzubauen und zu finanzieren. Das war sozusagen der große, auch politische Hintergrund eben gegen Ende der 70er Jahre, die noch viel enger an die Entkolonialisierungszeit angebunden war. Dazu kam zweitens die Berücksichtigung der wichtigen sozialen Determinanten der Gesundheit, also einem Verständnis für die Bedeutung wesentlicher Faktoren außerhalb des Gesundheitssektors, die mit verbessert werden mussten, um Gesundheit zu erreichen. Dazu zählen traditionell Ernährungssicherheit, Zugang zu sauberem Wasser und funktionierenden sanitären Systemen, Verbesserung der Wohnbedingungen, Umwelt- und Arbeitsbelastungen. Zusammenfassend wird dies als die intersektorale Dimension der Gesundheitspolitik
oder verstanden oder mit dem moderneren Ausdruck, den Sie alle kennen hier von Armut und Gesundheit, der Health in All Policies, das heißt die Berücksichtigung von gesundheitsrelevanten Aspekten in Politikfeldern, die eben nicht mehr nur alleine die Gesundheitsversorgung betreffen. Ebenso wichtig als drittes war der starke Impuls, den das Primary Healthcare Konzept setzte, auf Mitbestimmung, Partizipation und lokale Ownership in der Gesundheitsarbeit, in der lokale Gemeinden und Patienten wesentliche Mitsprache und Mitentscheidung über die Prioritäten und Ressourcen bekommen konnten. Diese Prinzipien waren entstanden aus den Erfahrungen vieler Gesundheitsprogramme in den Ländern des Südens und neuen Gesundheitsakteuren, auch die als Community Health Worker ihren Schwerpunkt auf Gesundheitsaufklärung, Prävention in lokalen, meist ländlichen Gemeinden setzten. Und dort, so war die Hoffnung vieler progressiver Gesundheitsaktivistinnen, die heute auch immer noch im People's Health Movement aktiv sind, auch zu einer Mobilisierung der Menschen für gesellschaftliche Veränderungen beitragen konnten. Die Community Health Worker sollten Akteure sozialen, sahen sich als Akteure sozialen Wandels. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, die Erklärung von Alma Ater, das ist ein Zitat, atmete immer noch den Geist der Entkolonialisierung. Zitat Ende, wie es der alte Vater der Basisgesundheitspflege in Heidelberg, Hans-Jochen Diesfeld, am Institut für Tropenhygiene und öffentliches Gesundheitswesen seinerzeit betonte. Tatsächlich war dieses Momentum von Alma Ater allerdings nur von kurzer, tatsächlich, zwar wurden in vielen Ländern von vielen Akteuren Gesundheitsarbeiterinnen ausgebildet und die Bibel der PHC, Where There Is No Doctor von David Werner, in zahlreichen Sprachen übersetzt und verbreitet, und auch bekam Nicaragua für seinen Ausbau eines vorbildlichen Gesundheitssystems nach dem PHC-Modell in den Jahren nach der erfolgreichen sandinistischen Revolution 1978 hohes Lob und Anerkennung von der WHO, das etwas, mit dem Medico damals auch sehr eng begleitet hat und mit unterstützt hat, diesen Prozess. Schon 1979 etablierte sich dann jedoch unter dem Eindruck der anhaltenden Wirtschaftskrisen in den Zentren der kapitalistischen Welt und der beginnenden neoliberalen Wende, die Anuj vorhin ausführlicher dargestellt hat, eine sehr wirksame Gegenströmung zu dieser comprehensive umfassenden Primary Healthcare von den gleichen Akteuren, die eben noch das medizinisch zentrierte Gesundheitsmodell radikal verändern wollten. UNICEF und die WHO hoben zusammen mit der Rockefeller Foundation, das ist sozusagen die Gates Foundation davor, also die große amerikanische auch Gesundheitsstiftung, die schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts sehr aktiv in der internationalen Gesundheit war, also mit denen zusammen im italienischen Bellagio eine Revolution on Child Survival aus der Taufe, in der eine Reihe von Low-Cost, Low-Tech-Interventionen rasche Erfolge für die Reduzierung von Säuglings-, Kinder- und Müttersterblichkeit bringen sollten. Das sind hier die berühmten Gobi, FFF-Sachen. Eine pragmatische, kosteneffiziente und quantitativ leichter messbare Selective Primary Healthcare bildete die Gegenvision zu der Comprehensive Primary Healthcare. Damit passten sie sich auch an die Veränderungen des neuen Jahrzehnts an, der 80er Jahre, in der Schuldenkrise verordneten der Internationale Währungsfonds und die Weltbank drastische Austeritätskonzepte zur Reduzierung von Staatskosten. Auch das hat Anuj vorhin schon vorgestellt. An einen umfassenden Ausbau von öffentlichen Gesundheitssystemen war da nicht mehr zu denken. Stattdessen wurde der private Sektor in Bildung und Gesundheitswesen immer prominenter
und die öffentlichen Dienste reduzierten sich auf eine miserable Versorgung der Armen. Die mit der Wirtschaftskrise ebenfalls kämpfenden OECD-Staaten, die ja traditionell die Geberländer waren, verabschiedeten sich ebenfalls von allen Ideen einer neuen ökonomischen Politik mit staatlicher Regulierung und keynesianischen Investitionen und erhofften sich von marktradikalen Konzepten neue Wirtschaftsimpulse. Passend dazu orientierte sich ihre abnehmende Entwicklungshilfe vorrangig am Value for Money. Und auch hier passten vertikale einzelne Krankheitsbekämpfungsprogramme, Impfkampagnen oder gezielte Aufklärungsmaßnahmen besser ins Konzept als die breiten, auf Mitentscheidung zielenden Primary Healthcare Programme. Die Idee der, genau, diese 8 Elemente lasse ich jetzt weg. Das wird sonst zu lang. Das können Sie dann gerne noch nachgucken. Politischen Voraussetzungen hatte ich auch gesagt. Genau, das war die Weltwährungsfonds und Weltbestrukturanpassungsmaßnahmen. Genau, was die neuen globalen Gesundheitsfinanzierung kam. Was aber ich nicht vergessen wollte zu betonen war, dass diese Idee umfassender Primary Healthcare nicht überall verloren gegangen war. In der Ottawa-Charta for Health Promotion reformulierte sie etwa das Konzept der Gesundheitsförderung, die wesentlichen Prinzipien der umfassenden Basisgesundheitspflege. Menschen und Gemeinden sollen im Prozess der Gesundheitsförderung verstärkt Kontrolle bekommen über die Bedingungen ihrer Gesundheit und sie dadurch verbessern. Gesundheit ist nicht nur ein Service des Gesundheitswesens, sondern eine Ressource für das tägliche Leben und setzt die aktive Gestaltung der Rahmenbedingungen der Gesundheit voraus, nicht nur die Förderung von Healthy Lifestyles. Dies kann als eine erste Phase der Rückeroberung von Primary Healthcare im umfassenden Sinne verstanden werden, die in einem langjährigen Prozess auch die Dominanz von Medizinerinnen im klassischen Public Health-Feld in Frage gestellt hat und mit der Disziplin der Gesundheitsförderung eine von der Medizin unabhängige, eigenständige Betrachtung von Gesundheit und Krankheit ermöglicht. Ich denke, das würde ich auch als einen Teil der Rückeroberung von Primary Healthcare sehen, dass der Erfolg, den Armut und Gesundheit auch in dem Agenda-Setting und auch überhaupt in der kontinuierlichen Präsenz dieses Aspekts in der Gesundheitsförderung setzt, dass das sozusagen tatsächlich auch möglich ist und dass es letztlich auch mit dem Dazukommen der Deutschen Gesellschaft für Public Health beispielsweise vor einigen Jahren auch sozusagen eine gewisse Form von Anerkennung jenseits der sozusagen der eigenen Community und der eigenen Szene setzt. Ja, im Jahr 2000, wieso habe ich jetzt die neuen globalen Gesundheitsfinanzierungen, die lasse ich auch weg, weil das sozusagen ein extra Aspekt ist, den wir auch schon hatten. Genau, aber die People's Health Assembly ist wichtig, weil die sozusagen im Jahr 2000, das hat Anjörg auch schon vorgestellt, daran erinnert hat, genau diese Gesundheitsaktivisten, die wesentlich beteiligt waren, auch an der Primary Healthcare Revolution der 60er und 70er Jahre, die eben nochmal die WHO und ihre Mitgliedstaaten mit einer People's Health Charter erinnerten an das selbstgesteckte Ziel und die Notwendigkeit, sich nicht allein auf die zwischenstaatlichen Institutionen zu verlassen, sondern deutlichen zivilgesellschaftlichen Druck und Stimme zu entwickeln, um Gesundheit im umfassenden Sinn der Comprehensive Primary Healthcare einzufordern. Auch das kann ich jetzt im Einzelnen so nicht ausführen. Aber wichtig ist eben, dass das hat auch Anuj etwas ausführlicher vorgestellt, wichtig ist aber, dass dieses Movement, dieses People's Health Movement, das sich nach dieser ersten Assembly gegründet hat, vor 18 Jahren, nicht alleine sozusagen die Politik der WHO weiterverfolgt und kommentiert am Ort des Geschehens in Genf oder mit dem Global Health Watch, den wir nachher noch vorstellen, sondern dass sie eben präsent ist auch im breiten Verständnis von Gesundheit bei
gemeinsamen Akteuren wie dem Weltsozialforum auf globaler Ebene oder in lokalen, sehr lokalen Bündnissen gegen Landgrabbing und Staudammprojekten, die die Lebensgrundlage von Menschen direkt bedrohen. Genau, das ist die People's Health Charter. Die werde ich auch nicht im Einzelnen angehen wollen. Was auch noch ein Teil der Wiedereroberung von Primary Healthcare war, war, dass auch auf der Ebene der WHO durchaus das Konzept nicht so vollständig vergessen worden war, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, nachdem deutlich wurde, dass immer mehr Einzelprogramme für immer neue Gesundheitsinitiativen auf globaler Ebene oder eine starke integrierende Gesamtstärkung der nationalen Gesundheitswesen kaum weiterführen würden. Dazu hat Daniel López Acuña einiges gesagt. 2008 gab es in der WHO mit dem WHO-Weltgesundheitsbericht, den Sie hier sehen, mit dem Titel Primary Healthcare Now More Than Ever, in dem sie Gesundheitssysteme forderte, die die Menschen ins Zentrum stellen und die von ihnen und die von der WHO beauftragte Kommission on Social Determinants for Health im gleichen Jahr machte die dann unmissverständlich auch deutlich, dass soziale Ungleichheit im großen Umfang tötet und gesundheitsbezogene Politik in einem umfassenden Sinn diese Ungleichheiten mit einem intersektoralen Ansatz in den Blick nehmen muss, wenn die gravierenden Unterschiede in Lebenserwartung und Krankheitslast zwischen privilegierten und marginalisierten Teilen der Gesellschaft abnehmen sollen. Und die wesentlichen Herausforderungen, und das ist etwas, worüber wir nachher vielleicht noch reden werden, sind natürlich nicht nur ein Policy Paper zu formulieren, sondern dann auch den politischen Druck zu entfalten, diese Policies dann auch umzusetzen, sonst bleiben sie eben immer nur ein Buch im Regal, dass man sich dann rausnimmt und feststellt, wie viel vernünftige Dinge schon vorher auch gesagt worden waren. Und vielleicht so das noch im Sinne, das Problem ist eben auch, dass in diesen ganzen Reformulierungen tatsächlich immer wieder auch man genau hingucken muss, ob zum Beispiel das, was jetzt im neuen Konzept der Universal Health Coverage das als Nachfolgemodell des Primary Healthcare, gerade von der ehemaligen WHO-Chefin Margaret Chan, der gefeiert worden ist und das auch eben Eingang gefunden hat in die Sustainable Development Goals, ob das tatsächlich diesem Anspruch gerecht wird, solche sozialen Ungleichheiten zu verringern. Mit diesem Konzept Universal Health Coverage sollte vor allem die häufigen Finanzkatastrophen für arme Haushalte reagiert werden, die ihnen im oftmals privatisierten Gesundheitssektor entstehen, weil sie einfach unmittelbare Gesundheitskosten nicht tragen können. Und die konkrete Umsetzung eines Einschlusses gerade der Ärmsten in solche lokalen oder auch nationalen Versicherungssysteme, bei der eine Vielzahl von öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Praxen, Kliniken und Krankenhäuser ihre Kosten dann in Rechnung stellen können, erscheint auf den ersten Blick durchaus pragmatisch weiterführend. Die Erfahrung mit solchen Versicherungssystemen in Ländern des Südens ohne eine starke regulierende Rolle des Staates zeigt aber, dass es sich hier oftmals eher um Finanzierungsprogramme für die privaten Anbieter handelt und die Qualitätskontrolle schwierig bleibt. Eine Rückeroberung in unserem Sinne von Alma Ata muss sich demgegenüber konsequenterweise an den alten Prinzipien orientieren und neu denken. Denn die Gerechtigkeitsorientierung muss Erfahrungen der Inklusionsdebatten aufnehmen, um das Prinzip, das auch bei den Sustainable Development Goals formuliert wurde, Leaving No One Behind, tatsächlich auch in der Praxis umzusetzen. Das heißt also, der gezielte Blick auf Gruppen, Minderheiten, die sozusagen von den traditionellen, auch öffentlichen Gesundheitsdiensten
ausgeschlossen worden waren, weil sie eben nicht zum vermeintlichen Staatsvolk oder zu den entsprechenden gesellschaftlichen Granden, also zu sogenannten gesellschaftlichen ausgegrenzten Gruppen gehörten. Das ist ein wesentlicher Faktor, der zur Wiedereroberung von Alma Ata gehört. Ebenso muss der Blick auch auf die grundlegenden politischen, ökonomischen Verhältnisse erhalten bleiben, den Alma Ata ausgezeichnet hat in den Diskussionen um die nicht übertragbaren Krankheiten, zum Beispiel, wie wir es gestern früh von Ilona Kickbusch gehört haben, dürfen deswegen nicht nur unseres Erachtens die Profitinteressen der Nahrungsmittelkonzerne im Mittelpunkt stehen, sondern es muss auch um die zentrale Rolle von politisch gewollten Freihandelsabkommen und Investorenschutzklauseln gehen, die diese weltweite Durchdringung von Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie überhaupt erst ermöglicht haben und die Regulierung ihrer gesundheitsschädlichen Praxis verhindern. Und auch beim Prinzip der Partizipation und Empowerment müssen neue Herausforderungen aufgenommen werden. Ich denke, es reicht nicht aus, immer nur sozusagen das als Prinzip vor sich herzutragen, weil gerade aus der aktuell, also aus den modernen globalisierten Lebenswelten, sind es eben keine homogenen Dorfgemeinschaften mehr, in denen sich Partizipation und Mitsprache möglicherweise noch leichter organisieren lässt, sondern marginalisierte urbane Viertel, in denen multilingual, multikulturell und sozial diverse Bewohnerinnen zusammenleben und das Zusammenleben genau etwas ist, was häufig defizitär ist, das stellt natürlich die zentrale Herausforderung für ein Gesundheitsprogramm auf, die in solchen Gebieten was verbessern wollen. Ich denke, das Berliner Gesundheitskollektiv, ist da ein gutes Beispiel dafür, wie solche Herausforderungen auch in den Blick genommen werden können. Ich denke, das halte ich für die wichtigen Herausforderungen, also oder auch diese Orientierung an diesen wichtigen Herausforderungen halte ich für die Grundlage dafür, dass man tatsächlich den Geist von Alma Ata zurückerobern kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich glaube, das war jetzt für uns, die wir jetzt den Tag über sehr stark beschrieben haben, was sozusagen als den Bach runtergegangen ist, schon nochmal wichtig, überhaupt so eine Vorstellung zu bekommen davon, was es eigentlich bräuchte und was es gilt, auch zurückzuerobern. Was mir aber auffällt, wenn wir jetzt nochmal betrachten, was jetzt so auch die Innenperspektive war, die Daniel heute Vormittag eingeführt hat zur WHO selber, ist es doch so, dass ein bisschen der Eindruck entsteht, als sei das alles so vom Himmel geregnet, ja, der Neoliberalismus und die Privatisierung. Und mir ist nochmal wichtig, doch erstmal festzuhalten, dass das ja nicht so war, sondern das erschien nicht out of the blue sozusagen. Es war kein Plan von Coca-Cola, die UNO zu erobern, sondern das war ein Ergebnis von politischen Entscheidungen. Und da finde ich erstmal wichtig, nochmal zu schauen, wer ist sozusagen das handelnde Subjekt eigentlich gewesen? Und diese Frage würde ich gerne an dich, Daniel, nochmal weitergeben. Wir haben verstanden, welchen Schaden das angerichtet hat, aber es wäre doch nochmal gut zu schauen, wie es eigentlich dazu kommen konnte und wieso es der WHO in dem Fall nicht gelungen ist, das zu verhindern, und die Unabhängigkeit der WHO zu verteidigen. Und daran anschließend wäre für mich auch die Frage, wie sind denn überhaupt die Kräfteverhältnisse innerhalb der WHO? Ich merke, dass ich doch dazu neige, als Medico-Mitarbeiterin immer sozusagen den bösen Einfluss zu beschreiben. Aber ist es denn so, dass der überhaupt so wahrgenommen wird innerhalb der WHO? Oder sind eigentlich die Mehrheit der dort Wirkenden ganz zufrieden mit dem, wie es jetzt ist und haben gar kein Interesse, irgendeinen Geist von irgendeinem Alma Ata zurückzuerobern? Das würde mich interessieren.
certainly a complex question, and I will give it a complex answer as well. No, I will try not to give a complex answer. Well, first of all, I think you made a very clear point, and also Andreas in the presentation highlighted the issue that since Alma-Ata, lots of things have happened. And lots of things have happened against the spirit of Alma-Ata. And I think this is important to highlight, and we tend to forget. Many of these things were associated to the policies of the Washington Consensus of International Monetary Fund and World Bank, especially in the 90s and early 2000s, but particularly in the late 80s and early 90s. By now, it's probably a little forgotten, or it's not very okay. It's not very present in the analysis. The fact that we live for a number of years, especially in the developing world, the policies of structural adjustment, and the policies of structural adjustment essentially meant reducing expenditure in health, reducing investment in health, investment in water and sanitation, investment in social sectors. I always quote an example, which I think is very illustrative, in the region of the Americas, in Latin America. You may remember that after 100 years of not having cholera, in 1991 there was a cholera epidemic in Peru that then extended all over Latin America. And, I mean, at that time I was working with the Regional Office for the Americas of WHO. We conducted a very detailed analysis of the trends of investment in health and in water and sanitation, and there was a drastic decline in the previous years that, in essence, implied the paralysis of spending in health and spending in water and sanitation. Well, all of this accumulates. All of this has a cumulative effect that goes, that was going certainly against many of the issues related to the fundamental tenets of primary healthcare, both in terms of intersectoral action, but in terms of coverage of health services of the population, and in terms of essential expenditure in health necessary to attain some of the goals. But that was not enough. I mean, remember we had to launch an initiative of investing in health and the environment as a counterbalance of the reduction done by the structural adjustment, which means, and I'm sorry, I'm going to put this very bluntly, WHO should not always be thinking that it's going to be possible the consensus with other international actors, and had to disagree publicly and take a stand with respect to the structural adjustment policies. Otherwise, it's just a legitimizer and a follower of the damage that is being inflicted. Well, the next decade was a decade full of issues related to the so-called health sector reform. Maybe in Europe you didn't perceive it in the same way, but particularly in the developing world, certainly in Latin America, but also in Asia, in some countries in Africa, in the Middle East, this was very much present, and at the risk of oversimplifying, it was an agenda very much promoted by the Washington Consensus, the World Bank and the regional development banks, to privatize healthcare. Not only privatize the delivery of healthcare, but privatize the financing of healthcare, and privatize even the public health infrastructure and measures of essential public health functions. Well, I again may be making a very general statement or a kind of generalization, but in my perspective, WHO in those years at large didn't take the necessary stand to resist some of the recommendations of health sector reform. I was at that time director for health systems in the region of Americas, and I decided, we managed to build the necessary consensus to articulate a discourse that would be critical of the impacts of health sector reform. But again, that operated against
primary healthcare fundamental directions. So, bottom line is, this is not just an issue of ideological policy within WHO. It is more structural in terms of what the forces within member states in the official development aid that was at that time supporting the health sector reform that was privatizing. The loans and the lending operations of the World Bank and international development banks. So the system at large was operating in many respects against the grain of advancing primary health care. Certainly, this I will stop here, but we have, I think, another variable that one has to analyze carefully. I call it in the morning a little bit the leadership in WHO. But one thing was to have Mahler pushing forward for the Alma-Ata, not only the Alma-Ata Declaration, but the Health for All framework and the values and the fighting inequities and the political involvement and the intersectorial action and the community engagement or the population's engagement. And the other was the 8 years of administration of Nakajima, where practically this was untouched and not reassured. And it's not only what it's assured or not assured, is not taking the position against other perspectives that may be threatening in this regard. So is this just a matter of persons, or it's a matter of structural possibilities? Well, this is where I think some of the administrations or teams may take a stand, take the liberty to propose things that are not necessarily what is the common denominator at that time among member states, and to be able to convince, persuade, and succeed. But I think WHO in many respects has fallen short. Now, you said one more thing in the question is there, I will come back to the expression, appetite for a renewal of primary health care? I think in the Secretariat there are plenty of people that are convinced that it's necessary. Mm-hmm. Now, are the programs, projects, funding, policy decision making going in that direction? I don't think so. So this also shows contradictions. I don't find sufficient strength and muscle for renewal of a primary healthcare type of thinking in the third general program of work, for instance, in the draft one. But I also think that the discourse in the debates of the member states, in the assembly, in the board, are much more lip service to the primary healthcare than effective discussion of what does it mean today to advance primary healthcare. This is where I think a citizens' movement promoting more debate along these lines could be useful. Okay, thank you. Ja, vielen Dank nochmal für diese Konkretisierung, Daniel. Und bevor ich jetzt ins Publikum öffne, würde ich nochmal gerne an dich zurückfragen, Andreas. Was heißt das, was wir jetzt gerade gehört haben, eigentlich für zukünftige Strategien, auch für Gesundheitsbewegungen? Diese Frage tauchte ja schon auf, als Andreas Zumach gesprochen hat über die Folgen, die die Privatisierung oder die Einflussnahme von privatwirtschaftlichen Akteuren auf die UNO gehabt hat. Und er hat das Beispiel genannt der berühmten Nestlé-Kampagne. Also ich würde mal grob schätzen, mit einem Blick ins Publikum, dass etwa 90% der Anwesenden noch nicht geboren waren, als diese Kampagne stark wurde. Aber es ist, glaube ich, doch wichtig, auf so etwas nochmal zurückzukommen. Die Kampagne hatte den Titel Nestlé tötet Babys. Und die Leute, wenn sie das heute hören, das war eine Kampagne einer UNO-Organisation, nämlich UNICEF. Das ist undenkbar heute, sich so etwas vorzustellen in Zeiten von so einem kooperativ auf Dialog mit der Unternehmen angelegte Wischiwaschi Selbstverpflichtungserklärung Global Governance. Das hat ja nicht nur Folgen
für die UNO, das hat ja auch Folgen für die Zivilgesellschaft. Wir haben nämlich doch einen wichtigen Kooperationspartner verloren, scheint mir. Und die Frage ist, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf Strategien von Zivilgesellschaft, wenn es um die Frage geht, wie lässt sich also der Geist von Alma Ata zurückerobern, aber auch für eine Gesundheitsbewegung allgemein, über die Anuj heute Vormittag gesprochen hat. Und das würde mich nochmal interessieren, was du dazu denkst. Ja, gut, ich denke tatsächlich, dass der entscheidende Krux, auch das, was schon 1978 war, eine der zentralen Fragen, die Halfdan Mahler, der große Spiritu-Kreator der Primary Healthcare Declaration, der damalige Generaldirektor der WHO, schon die in seine Mitgliedstaaten dann gefragt hat, ist tatsächlich, gibt es das politische Commitment, das umzusetzen? Und da haben natürlich ganz wesentlich ökonomisch-politische Rahmenbedingungen mit eine Rolle gespielt, dass das nicht passiert ist. Aber natürlich ist die Frage des politischen Willens ganz zentral. Und die Frage, wer fordert das denn ein in den Gesellschaften? Wer will denn tatsächlich, dass sich da was ändert? Bevor die Zivilgesellschaft genau solche Fragen hat, wie kann sie denn auf der Ebene von Genf und des Multilateralismus tatsächlich auch Stimme und Gewicht entwickeln mit den ganz eigenen komplizierten Fragen der Accountability und der Repräsentanz? Die Glaubwürdigkeit von Zivilgesellschaft beginnt natürlich genau da, wo es in Ländern wie beispielsweise in Indien ein autochtones Gesundheitsbewegung, eine autochtone Gesundheitsbewegung gibt, die genau das tut. Also die sagt, müssen sich Dinge ändern und es müssen sich auch Dinge ändern. Und da würde ich sagen, die Radikalität der Alma-Ata-Erklärung liegt ja genau darin, dass sie eben nicht nur sagt, wir brauchen mehr Geld, um bessere Gesundheitszentren zu bauen, sondern wir wollen etwas ändern in der Art und Weise, wie wir über Gesundheit nachdenken. Und dagegen gibt es natürlich auch auf der lokalen Ebene total viel Widerstand. Der ganze Widerstand der Gesundheitsprofessionellen, der Ärztinnen, der Ärzte, der Pflegerin, also des ganzen, alle Leute, die im Gesundheitssystem schon ihr Auskommen haben und die sich nicht nur das als ihren Arbeitsbereich sehen, sondern auch als ihre Kompetenz. Da kommen dann auf einmal Leute und sagen, nein, Gesundheit lässt sich aber noch mal ganz anders verstehen. Und das sehen wir in den Konflikten hier in unserem Land bei Armut und Gesundheit ja genauso. Und da würde ich sagen, ist Zivilgesellschaft aufgefordert, tatsächlich einerseits auch modellhaft immer wieder zu zeigen, es geht anders und das andere macht Sinn und funktioniert auch. Und es ist eben nicht nur ein tolles Modell, das einen vielleicht inspirieren kann, sondern es muss tatsächlich ein Andocken an der Alltagspraxis der Menschen, sowohl was die Veränderung im Umgang geht, im Krankheitsfall oder eben auch der Frage, welche Ideen haben wir denn genau, wie diese sozialen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten in unseren Gesellschaften kleiner werden. Also das, was wir gestern Abend auf der Demo vorm Brandenburger Tor versucht haben, auch nochmal zu framen, also zu sagen, natürlich ist eine Auseinandersetzung mit Hartz IV und die Auseinandersetzung darum, wie Menschen, die hier im Land sind, aus Europa kommen, aber nicht in dem Sozialversicherungssystem ankommen, deren Blick sozusagen mit einzunehmen, das würde ich sagen, sind die Herausforderungen einer Zivilgesellschaft, die auf dieser Ebene dann das etwas umsetzen von diesem Geist von Alma Ata. Und das kann dann auch wiederum, und ich würde sagen, das muss da verankert sein, und dann kann es aus dieser Verankerung heraus tatsächlich auch glaubwürdig auf der Ebene der internationalen Politik zum Beispiel die WHO einerseits kritisieren für diese Schwäche, aber gleichzeitig sie eben auch darin unterstützen, dass sie diesen unabhängigen Ort wieder erobert.